Gute und herzlich willkommen hier zum nächsten Video und heute möchte ich euch mal die neuen Superhexen vorstellen und zwar, wie ihr hier vielleicht oben in der Ecke seht, ich habe mir einen Profi zu Gast geholt, der hier uns heute ein bisschen die Superhexen erklärt und das ist niemand geringeres als Yves Tschech höchstpersönlich. Ja, hallo zusammen, danke Noobs erstmal für die Einladung. Sehr froh hier zu sein und ich hoffe, ich kann euch jetzt etwas über die neuen Truppen noch mit erzählen. Genau, du hast ja am Wochenende beim WM-Qualifier eindrucksvoll bewiesen, dass du hier mit diesen neuen Truppen wirklich perfekt umgehen kannst. Und dann würde ich dich als erstes mal fragen, was hältst du von den neuen Superhexen? Findest du die, was sind so die großen Vorteile von dieser Truppe? Ja, direkt als das Update kam, war es natürlich für uns alle sehr überraschend, denn es war so kurz vor dem ersten Qualifier. Das heißt, wir hatten wenig Zeit, uns selber darauf vorzubereiten, mit den Truppen zu üben, aber gleichzeitig auch die Basen dagegen anzupassen. Und zu Beginn dachten ja alle, okay, die Truppe ist super stark, aber als das Wochenende dann begann, haben ganz wenige nur damit angegriffen, eigentlich fast alle mit Yetis, also klassisch quasi. Und da habe ich mir gedacht, wenn kaum einer erkennt, wie man die wirklich gut einsetzen kann, dann probiere ich es einfach mal aus. Wie jetzt zum Beispiel hier am ersten angekündigten Alternate Attacks und ja, das hat dieses Wochenende ganz gut geklappt. Ja, ganz gut geklappt ist sehr untertrieben, denn du hast dreimal angegriffen, dreimal getrippelt und in diesem Qualifier gab es genau drei Angriffe mit Hexen, die auf drei Sterne, die auf drei Sterne geholt worden sind. Also, perfekte Leistung hier von dir und wir wollen natürlich von dir wissen, wie genau du das gemacht hast. Kannst du dir so ein bisschen was hier zum Plan gegen diese Base von Jojo23 erzählen und warum ja das zum Schluss hier für die drei Sterne gelangt hat? Ja, generell, wonach ich geschaut habe immer, ist meistens nach Basen, die etwas weitläufiger sind. Die hier von Jojo ist zwar schon ziemlich kompakt, aber das Weitläufige quasi, dass die Hexen viel Platz haben, um zu laufen, quasi nicht direkt angegriffen werden, das ist ein Kriterium. Ein zweites, was ist, ist aktuell die Clanbrücke, die meisten Leute als Verteidigung nutzen. Und da nutzen ganz, ganz viele Leute aktuell einen Lava-Hund drin. Der hat jetzt ein neues Level bekommen und ist super tanky. Das heißt, man kann ihn nur ganz schwer ausschalten. Aber für die Hexen wirklich selber ist es eigentlich gar nicht so ein großes Problem. Währenddessen es beim Yeti-Smash eher nerviger ist, sage ich mal, weil die Yetis ja keine Hunde angreifen können. Genau, die Hexen. Ja, das sind eigentlich immer. Sorry. Ja, das sind eigentlich immer die zwei Hauptkriterien, nach denen ich geschaut habe. Also weitläufige Basen und dann sogar die Clanbrücke nah am Rathaus, wo ich reingehen möchte mit den Hexen. Genau, also wir sehen jetzt hier gleich nochmal ein paar Highlights von diesem Angriff, weil der war echt perfekt. Hier sehen wir es nochmal am Anfang. Immer den Wächter zünden für die Rathausbombe oder dann, wenn viel Schaden ist. Wann machst du das? Also beides wahrscheinlich. Genau, im Idealfall, wenn die Rathausbombe hochgeht, wobei hier war es jetzt nicht ganz so gewesen, also ja genau, wie du schon gesagt hast, quasi, wenn der meiste Schaden auf den Hexen und auf dem König ist, der mit reingegangen ist, dann zünde ich normalerweise den Warden. Perfekt, dann springen wir jetzt hier zum zweiten Kampftag. So, jetzt sind wir hier im zweiten Match und zwar hat Tribe Gaming da gegen Resistance im Viertelfinale gekämpft und dann, ja, erklär uns nochmal ganz genau, was hier dein Plan mit diesen Superhexen war. Genau, also der Plan ist meistens fast schon direkt ins Rathaus reinzugehen mit den Superhexen und beginnt tue ich da meistens mit einem Warden Walk, sage ich mal. Also den Wächter nutze ich als Funneltruppe. Wichtig hierbei ist, dass dieser Warden Walk nur ganz kurz geht. Ihr seht es jetzt hier gerade so 20, 25 Sekunden maximal, währenddessen man bei Yeti Smasher etwas mehr Zeit hat. Und oben der Gegenfunnel, das sieht man jetzt nicht so gut, ist nur ein Magier gewesen. Das heißt, ganz, ganz wenige Truppen, um einen guten Funnel herzustellen. Denn die Hexen selber haben natürlich 40 Truppenkapazität und wenn man da 4 davon mitnimmt, plus Heiler, hat man fast keine anderen Truppen mehr übrig. Das hat man hier ganz gut gesehen, denke ich. Ja. Und das ist eigentlich das Hauptkriterium, wonach ich immer schaue am Anfang oder was ich versuche. Genau, jetzt haben wir auch hier gesehen, dass du das erste Mal mit Mauerbrechern angegriffen hast. Also hier die erste Mauer mit den Mauerbrechern aufgemacht. Kannst ja leider nicht die Super Mauerbrecher dafür benutzen, weil du ja schon die Super Hexen benutzt. Aber ja. Dann, ja, ein Sprungzauber und dann noch einen Sprungzauber. Und bei diesem Angriff fand ich es wirklich nahezu perfekt, wie deine Truppen gelaufen sind. Als ob du so ein kleines Lenkrad geschenkt bekommen hast von Supercell. Und einfach jede Truppe einfach so ein bisschen lenken könntest. Hey, geh mal dahin, geh mal dahin. Unten der Single-Inferno-Turm.
Der nimmt jetzt hier die Riesenskelette raus, die immer deine Hexen spawnen. Und die sind ja auch wirklich so verdammt tanky. Also, das ist schon echt sau krass. Ja, man versucht eigentlich bei den Hexen, oder ich versuch's zumindest meistens immer, ähnlich wie bei einem Lava-Luna-Angriff oder einem Hybrid-Angriff, ein gewisses Pathing herzustellen. Das heißt, ich versuche, dass die Hexen nie von der Seite wirklich angegriffen werden, sondern dass der Schaden immer von vorne kommt. Das sieht man hier auch ganz gut. Links und rechts von den Hexen ist alles weg. Und jetzt ist wirklich der Schaden nur von vorne. Das heißt, der Schaden ist auf den Skeletten drauf und nicht auf den Hexen selber. Und dadurch überleben die immer so lang. Dazu habe ich noch die Siege-Brake genutzt mit Schweinereitern in der Mitte. Und den Royal Champion. Und die können quasi außen flankieren. Die drücken die Hexe in die Mitte rein. Und dadurch ist eigentlich ein sehr gutes Tanking immer da, dass die Hexen selber nicht angegriffen werden. Genau, und die Heiler jetzt hier auch auf den Skeletten jetzt hier die Fähigkeit und damit ja hinten raus nur noch der Single Inferno Turm. Auch das sehr schön gesehen bei dieser Base, der am Anfang ein bisschen genervt hat. Da hast du einen Frostzauber benutzt und dann hat er die ganze Zeit eigentlich den ganzen Angriff über nichts gemacht, weil die einfach aus der weil er aus der Reichweite von allem war. Und damit hier wieder souveräne 3 Sterne und wirklich dieser Angriff. Das sah so einfach aus. Ich verstehe nicht, wie du das machen kannst. Also, wenn man deine Angriffe zuguckt, dann sieht das so aus, als ob man, okay, zack, ich probiere das in der nächsten Friendly Challenge aus und ja, schaffe auch 3 Sterne und dann probiert man es und denkt sich so, hä? Warum habe ich jetzt nur 60% geholt? Also wirklich, sehr, sehr schöner Angriff. Jetzt sehen wir hier nochmal am Anfang auch wieder da für die Rathausbombe und die Adlerschüsse den Wächter gezündet. Eine Hexe geht hier raus. Das ist aber jetzt hier auch kein Problem gewesen. Nein, das war kein Problem gewesen. Die Hexe hat außen noch etwas mitgeholfen. Und solange man 3 der Hexen drin hat, ist es in der Regel auch eigentlich immer genug. Genau, dann springen wir hier zum letzten Angriff. Und der war dann im Halbfinale und den gucken wir uns natürlich auch an. Und der letzte Angriff hier, also ihr wisst ja schon immer, er hat das perfekte Ergebnis hier mit diesen Superhexen hinbekommen. 3-mal angegriffen, 3-mal 3 Sterne geholt und jetzt wollen wir hier nochmal ganz genau wissen, wie und ja, warum du dich hier immer für die Superhexen entschieden hast und ja, erzähl uns mal einfach ein bisschen was dazu. Also, die Base, wie man sehen kann, ist wieder sehr weitläufig und dann habe ich direkt mit dem Funnel angefangen, oben der Warden Walk wieder. Kurzer Warden Walk, 20-30 Sekunden. Rechts nur ein Mage gebraucht und einen Bogenschütze, damit der Funnel passt. Setzt die Siege-Sparke schon früh dazu, damit die Schweinereiter dann den Single Inferno wegnehmen können, als Funnel für die Hexen. Ja, und dann geht's eigentlich oben schon mit rein. Ich schicke den König mit rein. Das ist etwas, was ich eigentlich sehr gern mache, auch bei Yeti Smash. Das kann ich nur empfehlen, den König nicht als Funnel zu nutzen, sondern mitten in die Mitte reinzuschicken. Denn der ist wirklich super tanky und macht sehr, sehr viel Schaden auf die Truppen. Ja, jetzt ins Rathaus wieder rein, die Clanburg kommt gleich raus. Wächter in dem Fall etwas früh gezündet sogar, aber das ist kein Problem, denn die Riesenskelette von den Hexen, die haben so viel Hitpoints, dass sie auch die Rathausbombe problemlos überleben. So. Genau, und die Hexen dahinter, die waren ja dann auch außerhalb der Reichweite von dieser Riesenbombe. Du hast dich jetzt hier das erste Mal für einen Bebenzauber entschieden. Also da sieht man, man kann ein bisschen flexibel mit dieser Angriffstaktik sein. Und das muss man auch, denn man kann nicht einfach die Superhexen auf die Base ja, von der Rathausseite draufschicken und dann hoffen, dass es 3 Sterne werden. Ja, genau. Etwas Pech, dass die Queen rausläuft, aber von unten konnte man sehen, die Schweinereiter haben den Inferno auf 3 Uhr rausgenommen. Das heißt, die Hexen hatten wieder keinen Schaden von der Seite gehabt. Und dazu hat der Royal Champion auch den gegnerischen verteidigenden Royal Champion rausgenommen auf 4 Uhr, 5 Uhr. Und dadurch konnten die Hexen wieder perfekt durch die Mitte durch, wurden zu keinem Zeitpunkt von der Seite beschossen quasi und konnten bis zum Ende überleben. Ich glaube, da waren 3 oder 4 der Hexen noch am Leben am Ende. Genau, also hier, man sieht wieder wirklich, links und rechts supportest du hier immer deine Hexen, damit die schön in der Base Mitte bleiben. Hier einfach der gelbe Pfeil, ich weiß, in Kunst hatte ich eine 1. grün war jetzt hier der Royal Champion und also die königliche Gladiatorin auf Deutsch und die Kaserne. Und ja, dadurch, dass die Queen auf der anderen Seite langgelaufen ist, hat die sogar den ganzen Angriff überlebt. Du hast jetzt hier noch super viele Hexen, du hast hier noch die Queen, die du zünden kannst. Und dann ist es hier wieder ein richtig, richtig großer Overkill, weil du sagst es, 40 Truppenplatz hat so eine Superhexe. Und wenn dann 3 Hexen überleben, dann kann man nur von einem Overkill sprechen. Also, hier
mal drei wunderschöne Angriffe von Yves Tschech, auch noch erklärt von ihm. Und dann, ja, bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dich hier dafür bereit erklärt hast. Und falls ihr Yves Tschech weiter folgen könnt, dann guckt einfach mal unten in der ersten Videobeschreibung. Da ist dann sein Twitter und sein Instagram-Profil verlinkt. Und dann solltet ihr da vielleicht die ein oder anderen Special-Infos noch auf seinen Kanälen finden. Ja, danke für die Einladung und ich hoffe, ihr könnt die Superhexen jetzt auch selber benutzen oder habt die vielleicht auch schon benutzt. Vielleicht war ein oder andere Tipp hilfreich und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Noobs. Auf jeden Fall danke, dass du hier kurz Zeit hattest, uns diese Superhexen zu erklären, denn in den richtigen Händen, da sind sie wirklich sehr, sehr stark. Und ich hoffe, die Tipps und Tricks haben euch gefallen, vor allem von dem lieben Danny. Falls ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Livestream oder beim nächsten Video. Macht's gut, haut rein und tschüss mit euch.